Heute sind Leo und ich mal wieder im Garten. Am 30. Juli und haben ein bisschen was gemacht. Wollen wir mal schauen. Zuerst einmal ist heute die Gründüngung dran gewesen. Wir versuchen uns mal mit Gründüngung. Hier Lupinen. Jetzt bin ich mal gespannt. Neben den Erdbeeren ist ja noch das umgegrabene Beet gewesen, wo ich ja, nächstes Jahr was einpflanzen will. Und da habe ich heute Lupinen eingesät. Ich hoffe, da werden nicht zu viele von den Vögeln aufgefressen. Denn die liegen ja doch noch ein bisschen oben auf. Aber naja, mal schauen, wie es wird. Und auch hier hinten dieses Feld, sozusagen unterm Hollerbusch, habe ich mit Lupinen eingesät. Hier vorne war ja ein Rhabarber drinne. Ja, ich denke, der wird den Schnecken geschmeckt haben. Da ist wohl nichts mehr von übrig. Interessant ist aber, dass auf diesem Feld ja eigentlich die Kürbisse standen. Hier vorne ist noch ein bisschen Kürbis übrig. Wo ist er denn? Da drinne ist noch etwas. Aber vor allen Dingen ist da hinten noch eine relativ große Kürbispflanze. Die hat allerdings keine Blüten im Moment. Mal schauen. Die Kürbispflanzen, die ich hier hinten gepflanzt habe, die erfreuen sich allerdings bester Gesundheit. Also, die sind tatsächlich gut gekommen, muss man sagen. Und die haben auch einiges an Blüten. Mal schauen. Es sind ja so viele gewesen. Letzten Endes, so viel Kürbisse braucht man ja gar nicht. Das ist hier halt hinten raus zur Aue das Stückchen. Zum Kolk. Ja, die Kartoffeln gehen ein. Also, dürften wir die bald ernten dürfen? Blöd nur, dass wir jetzt bald im Urlaub sind. Okay, naja, dann liegen sie halt noch in der Erde. Wir werden es hinkriegen. Davor sind die Bohnen. Oh, jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das halte, ohne vor die Kamera zu kommen. Ja, naja, das ist ein bisschen jämmerlich, aber da sind dann schon ein paar Bohnen dran. Viel ist das jetzt nicht, aber es sind ja auch nicht ganz so viele Bohnenpflanzen dabei rausgekommen. Der Mangold kommt ganz gut. Den kann man immer mal so nach und nach ernten. Und was natürlich, oh ja, eigentlich wie immer, ne, gut kommt, ist die Zucchini. Da sind Früchte ohne Ende dran. In einer Woche fahren wir in Urlaub. Was sollen denn die alle essen? Auf der anderen Seite sind die beiden Gurken. Auch da ist gut was dran. Auch die haben eigentlich ganz gut getragen und auch gut geschmeckt. Allerdings muss man natürlich auch dazu sagen, na, wo haben wir sie denn jetzt hier? Ach ja, da ist sie. Diese Gurke hier, die so eigentlich so schön aussieht. Da hat sich schon jemand dran verköstigt. Die lassen wir demjenigen auch. Kommt ja jetzt auch nicht mehr drauf an. Ich will sie nicht mehr essen. Der letzte Kohlrabi steht. Seinen Kumpel habe ich gerade geerntet. Das ist der, der eigentlich gar keine Blätter mehr hatte zwischendrin. Jetzt kommen sie wieder. Ja, ich denke mal, wir lassen ihn wachsen. Entweder essen wir ihn oder irgendein Getier isst ihn. Die Tomaten dahinter, ja, das kommt auch ordentlich. Aber auch die, tja, wir sind nächste Woche im Urlaub. Ich glaube, wir müssen unsere Urlaubsplanung für die nächsten Jahre mal ändern. Sellerie. Außerdem sind heute noch zwei Sonnenhüte ins Beet gekommen. Einer in Pink oder Purpur oder wie auch immer und einer in Weiß, damit dieses Beet jetzt auch irgendwann mal ja mit Stauden voll kommt. Das hier, das wächst ja schon ganz gut und ich denke mal nächstes Jahr werden wir das dann ordentlich mit Staudenpflanzen voll haben. Dann werde ich auch ein bisschen
die Heckenrosen wegschneiden und diese beiden Flieder hier, also der hier und der hier, die sollen dann an anderer Stelle wachsen. Eigentlich kommen die Brombeeren ganz gut, aber naja, sind nicht alle so ganz optimal. Trocknen auch ein bisschen. Naja, vielleicht sind Äste abgebrochen. Nur mal sehen, ob ich das nächstes Jahr ein bisschen hochbinde. Erstmal. Die war ein bisschen sauer. Die zweite Brombeere sitzt auch voll, aber die ist wohl ein bisschen später dran, nehme ich mal an, so wie es aussieht. Denn da haben wir mal vereinzelte, die schön schwarz sind. Mal gucken, oh, das ist noch relativ fest. Nee, die sind noch ziemlich fest. Ich glaube, die sind noch nicht so weit. Hier unsere Wildblumen. Ja, das ist schon wieder, oder bin ich in der Brennnessel getreten? Naja, das sind auch wieder Wildblumen. Das waren ja die im Kübel. Und dahinter sind ja die Himbeeren. Ja, da ist auch ein bisschen was dran. Ja, nicht viel. Aber immerhin. So, jetzt noch ein bisschen aufräumen und dann denke ich mal, geht's wieder nach Hause. Ist jetzt auch schon 16:30. Heute Abend gibt's Salat. Nach ein paar Bohnen gucke ich noch mal schauen, ob das noch genügend gibt.